So, jetzt sollst du mich sehen und auch hören. Bro, was geht? Ja, heute ein Video. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie ich die Hauptmessage raushauen soll. Die Hauptmessage ist nämlich, wo ich mein Haarsystem jetzt bei demnächst bekomme. Ich weiß nicht. Also das Video ist nicht gescriptet, nicht geplant. Aber erst einmal vorneweg, für diejenigen, die mich nicht kennen oder für diejenigen, die mich auch kennen, ich habe seit meinem 16. Lebensjahr Haarausfall. So richtig hat es mit 18 angefangen, aber mit 16 hat sich das schon hier vorne an der Haarlinie angedeutet. Und ja, habe mir mit 20 eine Glatze geschnitten und habe dann quasi nichts mehr vom Leben gehabt, weil ich einfach kein Selbstbewusstsein hatte, weil mit Glatze wollte ich mit 20, 21 nicht rumlaufen, bin die ganze Zeit mit Cappy rumgelaufen, war alles nicht so cool, ja. Es war sogar so schlimm, dass ich während meines Studiums in meinem Studentenwohnheim manchmal zu Hause nachts lag und geweint habe, weil ich das Gefühl hatte, ich verpasse gerade extrem viel, weil ich nicht rausgehen kann wie alle anderen und zu Hause bleiben muss, weil ich nicht zu der anderen passe, weil ich Glatze habe und so alt aussehe. Schlimm, alles mega schlimm gewesen, Freunde. Ja, das ist auch der Grund, warum ich diesen Kanal angefangen habe, um euch zu zeigen, hey, schaut mal her, ihr seid nicht mit dem Problem alleine, da ist noch jemand, denn ich habe mich immer damals alleine gefühlt. Warum? Weil ich einfach mit niemandem sprechen konnte. Jetzt brauchst du nur auf YouTube zu gehen, Jakob M. oder Haarausfall oder irgendwas einzugeben, dann bekommst du schon meine Videos zu sehen und siehst, du bist nicht alleine, da sind noch andere Leute, die unter dem gleichen Problem leiden. Wie auch immer. Ja, mit 28, dann, das heißt vor 3 Jahren, habe ich das erste Mal dann zum Haarsystem gegriffen. Und Freunde, das hat mein Leben völlig verändert. Es hat es völlig verändert. Es hat mir einfach die Lebensfreude, die ich die ganzen Jahre nicht mehr hatte, wieder zurückgegeben. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein neuer Mensch und konnte wieder richtig rausgehen und habe das Leben richtig genossen und habe so einiges nachgeholt. Dann, so nach 2,5 Jahren, das war so circa vor 7, 8 Monaten, habe ich mich irgendwie an dieses hohe Level an Glück gewöhnt und habe gedacht, okay, ich brauche jetzt kein Haarsystem mehr, ich kann auch mit ohne Haarsystem glücklich sein, weil am Ende ist so ein Haarsystem auch Arbeit, das muss jeder wissen. So ein Haarteil ist auch mit Aufwand verbunden. Abmachen, dran machen, reinigen, aufpassen, ja, dazu mache ich noch Videos. Aber ihr wisst, es ist mit Arbeit verbunden und ich dachte mir, ich versuche es mal ohne. So, Haarsystem abgenommen, nach 2 Tagen bereut. Nach 2 Tagen habe ich schon bereut, Freunde. Weil nach 2 Tagen habe ich gemerkt, oh Scheiße, mit Glatze ist das Leben immer noch nicht cool. Es ist jetzt erträglicher, ja, ich kann mich besser mit der Glatze abfinden als damals mit 21, 22, 23, weil es jetzt mittlerweile zu einem 31-jährigen Typen passt, aber trotzdem war nichts für mich. So, habe es dann trotzdem einige Monate lang durchgezogen, weil ich einfach irgendwie, habe ich gedacht, ich brauche Zeit, ja, ich muss mir erst am Bart wachsen lassen, ich muss mir jetzt erst am Muskeln antrainieren, ja, habe dann auch 15 bis 20 Kilo zugenommen, dazu gibt es auch Videos. Und dann hatte ich dieses volle Bart, muskulös, zumindest breit und Glatze und war immer noch nicht glücklich. Und dachte mir, okay, ohne Haarsystem geht es einfach nicht. Ne? Und jetzt lasse ich mir seit 6 Wochen die Haare wachsen. Die sind auch schon gut lang geworden. Noch so 2 Wochen müssen die wachsen, damit man das perfekt einpassen kann. Und dann hole ich mir endlich mein Haarsystem. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Jetzt lasse ich die Bombe platzen. Ja, ich bekomme mein eigenes Haarsystem in meinem eigenen Studio. Richtig. Ich eröffne ein Studio, Freunde. Und wann, wie, was, wo, ich zeige euch alles. Ich nehme euch mit. Ne? Ihr seid bei der ganzen Reise dabei. Und sobald ich dann eröffne, könnt ihr euch dann natürlich auch ein Haarsystem bei mir im Studio holen. Ihr könnt mich dort treffen und... Freunde, für mich gibt es nichts Schöneres. Für mich gibt es nichts Schöneres, als Menschen dabei zu helfen, wieder volle Haare zu bekommen. Ja? Ich liebe es, wenn jemand zu mir sagt, hey, danke, dank dir habe ich wieder Haare bekommen. Dank dir geht es mir besser. Dafür bin ich einfach da. Ja, meine Mission ist es, jedem, der einen Haarausfall leidet, wieder zu vollen Haaren zu helfen. Und der logische Step an dieser Stelle war zuerst das eigene Haarsystem. Wer mich jetzt länger verfolgt, weiß, warum das dann nicht geklappt hat. Corona. Und jetzt aber sollte es wahrscheinlich so kommen, das eigene System im eigenen Studio. Freunde, ich freue mich riesig darauf, auf mein Haarsystem, aber auch auf das eigene Studio und dann darauf, euch auch wieder direkt, ja, zu vollen Haaren zu helfen. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.